So, packen wir 15 hier rein. 15 da rein. Kohle mitnehmen. So. Plastikbarren kann ich dir schon mal bringen. Ups. Brennt zwar oben noch ein paar. So, das war hier der Steam Smelter, ne? Genau. Genau, einfach reinpacken. Kann jetzt laut werden. Oh, ja, ich gehe. Oh, jetzt weiß ich, warum Dragon Soundmuffler gebaut hat für seine Quicktech-Ecke. Den brauchen wir auch noch. Ich gehe da lieber erstmal runter auf Macht. So. Oder wird es dann nochmal den Lärm an? Naja, ich gehe da nochmal runter. Der ist ja vielleicht schon fertig hier. Also zwei Factory Machine Blocks haben wir noch. Ja, das ist gut. Einer langt ja erstmal. Oh, einer langt ja erstmal. Also Factory Machine Block haben wir noch einen. Gut, dann kannst du den ja schon mal. Wo ist er denn? Ja, warte. Habe ich einstecken, Vorrat, plus Tristan. Achso. Auf Vorrat. 60 okay. Stück wieder. Ja, dann kann ich das oben schon mal reinlegen. Dann Pistons, genau. Furnace. Netabricks brauchen wir dann noch zwei. Ist aber auch kein Problem. Netabricks? Ja, ja. Netabricks. Haben wir hier. Ein Fass für. Ein Fass für Netabricks? Ah, nee, nee, nicht die Blöcke, sondern wir brauchen die einzelnen Dinger. Das heißt, ich brenne mal eben schnell zwei Netabricks durch. Ja, sich immer rumtreiben. So, kein Problem. Ach, siehst du, das Fass hier. Ich habe die vorhin einzeln gemacht, aber egal. Beziehungsweise nochmal Blümchen gemacht. Ah, ist ja wurscht. Dann ist es schlimm. Nö. Ja, so haben die Leute es nochmal gesehen, wie es funktioniert. Falls wir es nicht schon gezeigt hatten. So, das. Dann fehlt da eigentlich nur noch Pistons. Und der Furnace. Vielleicht haben wir. Ja, nebenbei hier, wo ich Pistons mache, mal hier die Mission abgeben, die Bienen. Dann haben wir das auch gleich hinter uns. Welche Bienenmission denn? Das ist Railcraft, die erste Mission. Railcraft, die erste Mission. Ja. Railcraft. Da unten. Railcraft. Gehen wir mal rein. Die erste. Das ist 26 Coke Oven Bricks. Und nur noch 3 Sandy Bricks. Und nur noch 3 Sandy Bricks. Okay. Da habe ich ein bisschen was verplant. Tut mir leid. Das sind die 26. Also Sandy Bricks muss ich dann noch herstellen, ja? Oder? Das sind im Table daneben. Die Blocks. Aber die müssen noch zu Bricks werden. Genau, einfach wieder ein Crafting Table. Ah, machen. Okay. Okay, okay, okay. Dürfte jetzt alles gewesen sein. So, dann, ja, geben wir ab. Was wollen wir uns denn auswählen? Die schwarzen. Die ja. Abyssal Cobblestone, ja. Zack. Haben wir. Ich leg sie in die mittlere Kiste. Rolling Machine 5-mal. Die braucht man auch noch für irgendwas, deswegen hat man die, glaube ich, auch bekommen. Aber ich weiß nicht mehr für was. Ja, für eine. Vielleicht für die Steinmetz-Mission? Kann sein, ich weiß es nicht. Ich meine, ist auch schon so lange her, ich habe am Anfang schon erzählt, ich habe jetzt schon über einen Monat nicht mehr aufgenommen, geschweige denn, dass ich großartig hier drauf war. Da weiß ich nicht mehr, was im Buch jetzt was ist, das ist vielleicht auch ganz gut so, so kann ich mich dann selber immer überraschen lassen. So, haben wir denn jetzt unsere Steam Engine hier fertig? Fast, der Ofen fehlt noch. Aber ich habe hier, glaube ich, noch Cobblestone. Den baue ich dann eben schnell. Da ist noch ein Table frei. Klock, klock, klock. So, ein Furnace. Dann können wir das nämlich schon mal aufbauen. Zack. Und da haben wir unsere Steam-Turbine. Juhu. Also die arbeitet sehr... Ach, du willst noch einen zweiten machen direkt? Ja. Okay. Genau, das ist sinnlos bei so einem großen Beutel. Ja, dann mache ich noch einen zweiten Ofen. Hab ich schon. Ach ja, Mensch. Wir brauchen die Dinger eh noch in Massen. Daher. Ach Mensch. Naja, ich will ja jetzt nicht nur mit Dampfstrom machen. Wir haben ja noch andere Möglichkeiten.
Also ich habe noch eine 160er F-Maschine im Rücken, ne? So. Nee, 160 MJ, nicht RF. Also die Halle hier ist ja groß genug, also da können wir noch einige Stromproduktion aufbauen. Also das soll hauptsächlich nur für, ja, quasi unser Kraftwerk werden. Oh, hallo Creeper. Wo hast du denn den her? Ja, der ist auf dem Tank gespawnt. Genau, da hätte ich vielleicht doch mal erstmal eine Fackel hinsetzen sollen. Ich habe jetzt kein Pfeil und Bogen mit, Mist. Das ist blöd. Ist er da immer noch? Ja, ja, der ist hier noch. Der ja, turnt mal, ja, unter mir rum. Aha, oder so. Gut. Ein Schlachtbrot, Energy Cell ist. Ah, wir haben schon unseren ersten Dampf. Juhu, wir sind schon über 100 Grad. Komische Energy Cells, dass wir die Energy Cell immer wieder aufbauen können. So. Das, welche das funktioniert ganz gut soweit. Gut. Dann, jetzt habe ich keine Liquid Ducts mitgebracht. Egal. Ich bin schon auf dem Weg. So. Dann baue ich hier oben schon mal hier eine Steam-Turbine hin. Der Tank ist, mache ich am besten über dem Tank, weil später wird es ja dann vom Tank abgeleitet. Baue ich mal hier hin. So. Und ja, da kommt halt Dampf rein und Strom raus. Also von daher, ich habe auch überhaupt keine Leitung mehr mit. Ne, warte mal, mach die mal lieber so. Also schief. Ja, dass okay, wir, da kommt so, hier auf einer Seite, auf einer Seite Dampf. Jetzt weiß ich nicht, okay, das ist jetzt nicht unbedingt die Mitte von dem Dings, aber ist wurscht. So, jetzt bin ich hier, jetzt muss ich erstmal wieder. Dann wärst man den Steam Boiler. Ja, und auf der anderen Seite geht dann der Strom raus. Ah, warte mal. Ne, den Strom, den können wir nicht nach unten leiten, weil da der Tank, der geht ja bis unter die Decke. Den Strom müssen wir oben lang leiten. Ist ja auch kein Problem, dann haben wir hier oben halt ein Stromkabel liegen. So, wo sind die Bricks da? So, da geht dann halt Strom raus. Der kann ja dann hier runter gehen und dann bauen wir... Ja, die Capitator Bank, da können ja verschiedene Stromarten rein. Die bauen wir einfach dann in der Mitte hier auf. Hast du zufällig noch Dinger, Servos? Servos, nicht am Mann, nein. Brauchst du noch Servos? Ach, die brauchen, nee, die brauchen eigentlich kein Servo rein, theoretisch nicht. Ja, weil wenn der, weil wenn der Druck im Kessel groß genug ist, stimmt, dann drücken sie raus. Wahrscheinlich erst, wenn der Puffer hier voll ist, der interne. Weil die drücken rein theoretisch raus. So. Genau. Und jetzt hole ich noch eben Energy Cells. Machen wir dann auch die Ender später dann. Wenn wir da uns noch... Tauschen wir da nochmal aus. Aber noch nehme ich hier die wir haben, glaube ich, noch Hardened Energy Dinger. Noch eine volle, weil gleich ist alle. Ja, ich kann auch noch eine volle mitbringen. Ich meine, wir hätten noch Hardened Energy. Da haben wir noch Hardened Energy Cells. Capitator Banks kommen jetzt alle in der Mitte, oder wie? Ja, hatte ich mir so gedacht, weil dann können wir nämlich aus allen Ecken unterschiedlichen Stromproduktionen, wie auch immer, alles in die Capitator Banks reinhauen. Dass das unsere große Batterie halt ist. Das hatte ich mir jetzt so auf die Schnelle überlegt. Jo, ich verleg gerade Kabel. Wir können das ja dann später eventuell auch nochmal ändern, aber es war jetzt so mein erster Gedanke, dass da vielleicht gar nicht so verkehrt ist. So. Hallo Pferdchen, was machst du auf der Bahnlinie hier? So. Der Boden zweitig oder eindig? Zack. Ganz unten der Boden, der ist nur einstig. Ja, weil ich die Kabel so runter und dann unter Capitator Bank runter machen wollte. Achso, hier der Boden, auf den du jetzt stehst, der ist eindig, ja. Kannst du durchgehen. Jo. Und darunter ist noch zwei Platz. Wenn mal die Capitator
Der bringt dahin, bitte. Dahin. Gut. So. Dann hier eben die zweite Zelle anschließen. Zack. Ausgang nach hinten. So. Dann kriegen wir Strom. Wir kriegen Strom. Unser erster. Wir kriegen jetzt schon Strom? Ja. Na super. Bist du Steam-Turbine in vollem Produzieren? Sehr schön. So. So, jetzt sind wir mal, wo ist noch den Strom nach da drüben in die ja, das. Leitung. Naja, ich meine, vorne den Strom, den wollen wir ja noch. Achso, du meinst jetzt in den Kreislauf erstmal schließen, ja. Hier, ja. Ja, da können wir ja einfach. Erstmal eine Linie rüberziehen. Ja. Dann müssen wir eine Capitator Bank hier als Puffer stehen lassen, ansonsten, weil wir jetzt unterschiedliche Leitungen haben. Nimm die leere als Puffer, dann gehst du da an der Seite rein hier. Oder oben. Hast du noch Kondens? Sind alle. Ich hab noch Hand, ja. So. Gehen wir oben rein, ruhig. Ne? Einen noch. So. Gut. Kriegt jetzt auch Strom. Sehr schön. Ja, somit ist der Kreislauf geschlossen und es funktioniert. Jetzt hoffe ich nur, dass die Baumfarm schnell genug ist und groß genug ist. Aber es sieht so aus. Alter, Dene. Ja, wir müssen noch ein paar Dinger bauen. Ja, hier oben müsste noch mehr Strom ankommen. Also da müssen wir noch erweitern. Ist noch nicht optimal, aber das Prinzip ist ja hoffentlich jetzt bei weitem erkennbar und es funktioniert. Also hier fällt auf jeden Fall genug Holz an. Ach, die Geschwindigkeit ist aber auch okay. Hier fällt auf jeden Fall genug Holz an, um die Holzkohle zu produzieren. Da sind 58, 64, ja. Der frisst natürlich noch ordentlich, aber wie gesagt, das dauert langsamer, wenn es dann hier der auf Temperatur ist, auf komplette. Ich weiß kein Holz mehr. Nee, aber der hat ja noch, doch in den Furnaces ist noch Holz. Das wird schon funktionieren. Und da sind noch 35 Kohle. Ja, ich glaube, zwei Furnace sind aber auch im Moment zumindest gerade passend für den einen Boiler. Wobei, wie gesagt, er noch ordentlich frisst. Der geht, glaube ich, bis auf 1000 Grad. Also der Flüssige auf alle Fälle. Beim Feststoff weiß ich es gar nicht, wie hoch der geht. Auch ebenfalls. Ja, und dann verbraucht er auch weniger Kohle, um das auf Temperatur zu halten. Im Moment heizt er noch hoch und deswegen pulvert er das durch wie nichts Gutes. Aber es funktioniert. Schön. Und hier bauen wir uns dann halt einen schönen großen Block hin, der uns dann den Strom macht und dann für alles Mögliche. Und wie gesagt, das bisschen Strom, was wir vorne brauchen für diesen, für unser ME-System vorne, das werden wir dann halt über die Solarpillen lösen. Wäre mir zumindest am liebsten, weil dann muss man von hier nicht eine lange Leitung nach hinten legen. Dann hätten wir oben quasi. Ja, wenn wir jetzt von hier Strom für vorne nehmen würden, für das ME-System vorne, für die Erzproduktion. Ja, das mit der Lava, das kann man ja. Das mit der Lava kann man ja später noch umbauen. Aber ich würde ganz gerne mit den Fotozellen mal arbeiten hier. Mal gucken, was die so liefern. Ein MJ umgerechnet 10RF. Pro Tick oder pro Sekunde? Pro Tick. Pro Tick, ja, das ist doch gut.
Das und sollte doch eigentlich lang. Also müssen ja. Ein paar auch Stellen halten. Ja, dann stellen wir hier, was weiß ich, hier 9 Stück auf oder so. Das müsste hier ein großes Quader geben. Ich denke, das langt. Weil verbrauchen tun wir, glaube ich, also allein das ME-System, das kann man ja ablesen. Das sagt uns ja hier der Controller. Der verbraucht im Moment 5,4 Minecraft-Joule pro Tick. Das heißt, wir brauchen 6 allein, damit der läuft. Wenn wir 9 machen, dann hat er noch ein bisschen Puffer. Dann kann man noch einen Pufferspeicher dazwischen bauen. Na, schauen wir mal. Das kriegen wir noch hin. Ja. Gut, so, von meiner Seite war es das dann erstmal wieder. Wir haben also einige Quests erledigt. Wir sind mit dem Tier 0 durch. Wir haben ein Herz dazu bekommen. Ja, wir haben jetzt wieder 4. Ich habe nämlich die Quest 20, ein Herz uns geholt. Und ja, wir haben angefangen jetzt mit der erweiterten Stromproduktion, an die wir uns jetzt noch ransetzen werden, um das Ganze noch fertig zu bauen. Ich denke, da braucht ihr jetzt nicht unbedingt live dabei sein. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Und wie gesagt, schaut immer wieder mal bei Gundi vorbei. Der bringt auch immer was raus. Jupp. Bis dahin dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao.